Das wäre halt tatsächlich noch richtig fett. Vor allem, wenn es das nur als platzierbares Objekt geben würde. Auf der Südhämmern war das ja fest verbaut. Und das Ding als platzierbares Objekt wäre eine richtig geile Sache. Ich glaube, das kannst du doch auf solchen Karten rauskopieren. Ja, da musst du mal privat lassen. Ist ja privat bei unter uns. Ja, es darf halt ja nicht veröffentlicht werden. Oder? Richtig. Alter, hat der hier viel stehen lassen. Junge, Junge, Junge. Bin mal gespannt, wie lange es dauert mit dem Flug da auf der Wiese oder auf dem Feld, wo du unterwegs bist, bis du da durch bist. Ja, am Anfang dauert es noch ein kleines bisschen, weil der überall so kleine Flächen stehen gelassen hat. Wenn ich die aber alle Anfang und Ende fertig habe, dann kann ich richtige Bahn ziehen, dann geht das schneller. Ja. Ja, der hat auch, glaube ich, jetzt schon ein bisschen was geschafft in der ganzen Zeit, ne? Also es war jetzt gar nicht so wenig. Ich hatte ihn dann irgendwann angesetzt, fahren lassen und hab dann hier mich um den Drescher wieder ein Stück gekümmert und hier und da und bin dann hin mir den Fendt da wegholen, weil der da noch rumstand. Und da hatte der schon seine 4-5 Bahnen gezogen. Also das war schon ein gutes Stück wieder, was er weggemacht hat. Ist das schön, wenn man mit den ganzen Bäumen im Weg immer so viel sieht. Uns gegenüber wohnt auf der anderen Straßenseite ist eine riesen Sporthalle. Was ist da? Dartsporthalle. Ja. Ja, also gibt ja Schule, ist ja logisch, Schulsporthalle und dann gibt es, also die hat eine normale Größe und dann gibt es eine größere Halle, so wie die Sporthalle von dem Ort. Und da war gestern so ein Boxen bei Oh. Bezirksvorentscheidungsboxen oder sowas. Alles. War richtig Remi-Demi da, war? Aber fett. Die haben auf den Hang gepackt und alles. Ja, da hast du richtig gesehen, die heutige Jugend. Zu faul zum Laufen. Ja, am besten reinfahren. 20 Meter weiter wäre eine Norma gewesen. Ein Riesenparkplatz, aber glaubst du, da wollen die doch parken? Nein, am besten auf dem Acker. Ja. Man müsste ja sonst laufen. Kreuz und quer haben sie gedrückt, da ging nichts. So, fertig geerntet. So, Anfang und Ende auch fertig. Mal gucken, kann ich hier auch durchballern durch den Strommasten? Wenn ja, wäre das, wenn nein, wäre es jetzt schlecht. Doch, kann ich. Sehr schön. Wir haben hier auf der 34 nämlich einen Strommasten mitten im Feld stehen, aber da kannst du durchfahren, Gott sei Dank. Sowas ist echt i-Pünktchen. Das ist der beste Freund des Helfers. Ja, wenn du da nicht durchfahren kannst, ist das richtig ätzend. Dann die Stelle, wo der Helfer definitiv zu 100% hängen bleibt. Oder auslässt. Im ganz großen Stil.
Curseplay ging das ja dann immer noch im 17er, da konntest du das einstellen. Der hat das ja gut erkannt. Ja, der hat dann wie so Kreise drum gezogen. Ja. Oder Bögen. So, Drescher sieht aus wie Schwein, stelle ich aber erstmal so in eine Garage. Sauber machen können wir später, wenn wir mal Zeit haben, Tor zu sauber. Wenn du es wieder aufmachst, auch nee. irgendwann. Ja. Wir hätten vielleicht so eine Sprinkleranlage in die Garagen bauen sollen, die die ganze Zeit beregnen, dann werden die automatisch sauber. Das wäre was. Bleiben sie länger drin stehen, sind sie zusammengerostet. Könnte passieren. So, damit hat der Drescher schon mal, ja, gute Dienste geleistet. Hälfte der Wartung ist auch schon wieder durch bei dem. So, jetzt kann ich endlich weiter Strom machen. Was macht der andere Fifi? Da guck ich nochmal, der fährt noch, das macht er sehr fein. Auf geht's. Stroh, 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 Stroh. Oh. Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Vorteil. Jetzt ist der Drescher fertig. Kostet uns kein Geld mehr, der Helfer. Jetzt, wo du da bist, auch noch ein Helfer weniger. Also jetzt haben wir wieder nur einen Helfer beschäftigt. Ja. Kostet uns wieder eine ganze Ecke weniger Geld. Bei Ausgaben haben wir ja immer noch genug. Wir haben noch nicht ein einziges Tier. Aber ich bin halt immer noch beruhigt, da wir immer noch ein Feld haben von einem über eine Million, halbe Million wert. Also knapp 600.000. Was wir immer noch zur Not veräußern können. Ich wollte gerade sagen, das ist die eiserne Reserve, oder? Ja, absolut. Der Nagel vorm Notnagel. Genau. Und wir können auch immer noch 500.000 Kredit aufnehmen. Also es ist halt noch alles mächtig im grünen Bereich, würde ich mal sagen. Wobei, wenn wir alle Ställe voll machen wollen, kostet das bestimmt mehr als eine Mille. Weiß ich nicht. Es Gute sind Frage. Ich habe noch 400 nie Kühe durchgerechnet. und ich glaube 400 Schweine, die wir uns kaufen können. Ich glaube, oder waren das, oder vielleicht sogar mehr Schweine oder weniger. Ich weiß gar nicht, was da jetzt reinging in die Ställe, Schweineställe. Auf Einige jeden Fall eine Tiere. Menge Tiere. Jetzt irgendwann mal eine fette Barbie. Scheiße. Anhänger abgeworfen. Zwei Bahnen noch. Bist du fertig? Jawohl. Ach was. Geht ja fix. Ja, dann habe ich diese große Fläche hier. Und dann hast du gesagt, das ist irgendwo noch so eine Restecke. Genau, Restkartoffelecke, wo eventuell, na, wo du dann vorsichtig fahren musst an der Graskante zu den Ja. Schweinen rüber. Und dann halt noch das Stück Wiese da rausflügen, wo wir Felder erstellen müssen. Was du, glaube ich, eh nicht kannst, hatte ich dir verboten. Das heißt, müsste ich dich dann dafür eh freistellen. Aber ich guck mal, wie gut du da gleich an der Kante fahren kannst. Weil ich sag mal, wenn winzig kleine Eckchen da mal reinkommen, ist jetzt auch nicht so wild, weil Wiese ist Wiese. Im Grunde. Naja, ist jetzt schon gerade. Relativ, ja. Also ich nehme jetzt keinen Schlag nur und mache dann so. Ah, weiter. Oh, zweite Fuhre Stroh ist gleich voll. Da kommt auf jeden Fall noch mindestens noch mal eine ganze Fuhre, wenn nicht sogar noch zwei. Ist echt mehr, als ich vermutet habe. Ich finde es nicht schlecht.
dient alles zur Entlastung. Aber Ja. Ja, die Kartoffeln hätten wir theoretisch auch gebrauchen können, aber das Feld ist ja nun quasi nicht mehr existent. ja. Beziehungsweise auf Feld 40 die Rüben, die da ja mal ursprünglich drauf waren, die verschwunden sind. Ich weiß auch noch nicht einmal, wie der Helfer reagiert, wenn du jetzt auf so einem halben Feld, wenn du ein anderes Feld gestellt hast, jetzt einen Weg oder so dazwischen mit anderen hier Das erkennt er. daran. Der Das sieht, dass das erkennt er. Feld ist. Das ist dann ein Feld. Das Ja, weiß der. der fährt dann über den neu erstellten hier Weg wahrscheinlich drüber, oder? Nee, der erkennt, dass das ein Feld ist. Okay. Weil du es ja zusammengepflügt hast, dann ist es für den auch ein Feld. Nee, aber wenn es ein großes war und du halbierst es auf Ach der so, anderen Seite, dann. wird es interessant. Ja, das weiß ich dann ehrlich gesagt nicht, weil es ja im Grunde nur optisch umgeändert wurde. Da könnte sein, dass er das als Feld immer noch ansieht. Glaube, da macht er nämlich, was er will. Das wäre halt tatsächlich mega scheiße. Wenn du halt bei auf beiden Feldern dieselben Früchte hast, wäre es egal. Ja. Aber wenn es andere Feldfrucht ist, dann fährt er jedes Mal drüber weg und kann nichts ernten, weil er ja schon was drin hat. Also jetzt stell dir mal vor, der fährt mit einem Getreideschneidwerk durchs Mais durch. Passiert ja nichts beim Fruchtzerstörung oder Helfer. so? Beim Helfer passiert das nicht. Der macht nichts kaputt. Gott sei Dank, So. das wäre ja schlimm. Jetzt bin ich bei den Kartoffeln. Okay. Das Kartoffelfeld, wird das mit dem großen noch zusammengelegt? Ja, Oder habe ich einfach nur das, mal. nee, das kommt alles noch zusammen. Deswegen kommt das Stückchen kleine Wiese, was dazwischen ist, noch weg. Damit Wir wir können es auch dann. so machen. Ich mache jetzt dieses Kartoffelfeld, tue ich jetzt umackern und du kannst dann dieses Stück zusammenlegen. Ist ja bloß eine Bahn. Ja, kannst du dann theoretisch auch. Oder so. Schalte ich dich dann für frei, wenn es soweit ist. Jetzt. Damit, Ausrichten. ich habe es ja auch nur gesperrt, damit dir nicht so ein Mist passiert, wie es eben bei mir in der Pause passiert ist. Dass ich da mal eben kurz falschen Knopf drücke und schon habe ich ja, ein Stück Wiese weggemacht, was eigentlich nicht weg sollte. Das kenne ich. War jetzt zwar nicht so dramatisch an der Stelle, aber unschön ist es trotzdem. Das stimmt. Ärgerlich. Ja. Das müsste funktionieren. Wie gern hätte ich jetzt Head-Eye-Tracking oder A-Tracking überhaupt? Ich sag mal Head-Eye-Tracking, weil es hier so heißt, aber eigentlich ist es nur Eye-Tracking. Und schön auf allen drei Monitoren das Spiel. Das habe ich immer noch nicht ausprobiert bei LS. Aber ich glaube, dass das auch nicht wirklich gut funktioniert. Ich habe es bei ETS mal probieren wollen. Und diese AMD-Software, oder was du ja im Treiber einstellen kannst. Das ja, hat ein Problem damit, wenn man unterschiedliche Größen an Monitore hat anscheinend. Okay. Da hast du dann irgendwie, habe ich auf dem großen Monitor, der verzieht das dann, dann fehlt die Hälfte vom Bild und oben ist schwarz und bei den anderen hast du dann auch irgendwie, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Also es hat nicht so geklappt, wie ich es ja, gedacht habe, dass es funktioniert. Entweder war es ein Einstellungsfehler oder es ist halt tatsächlich dann nicht kompatibel mit verschiedenen Monitorgrößen. Also wurde eine saubere Kante. Funktioniert? Ja. Na, perfekt. So, irgendwo müsste jetzt hier die angefangene Bahn sein. Da ist er. Und hoffentlich kommen bald gescheite Ballenlager. Ich würde so gerne eigentlich die Ballen pressen, anstatt das jetzt hier so aufzusammeln. So ein Riesen. Das ist echt ein Monster, ne? Wenn ich jetzt nicht auch gerade den 1050 in Gebrauch hätte, hätte ich auch sagen können, für das da oben das Stück, hättest du den auch wieder haben können. Oh ja. Baden in die Hand und bin in 3 Jahren fertig. Ja, weil gerade zum gerade zu boah, das wäre jetzt
gerade zum gerade Kante fahren. Wäre es dann doch mit so einem normalen Schlepper besser als jetzt mit dem ollen Big Butt, glaube ich.